Ein Buch lesen, nicht ins Buch verschwinden. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Ah, cool gemacht. Ihr seht mich nicht. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Selber schuld. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo Neef wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. So Mist. Schnips. Deine Reise ist beendet. Okay. Konzentration jetzt. Das war unser erster wirklicher Tod. Auch wenn es nur eine Fabel war, aber... Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Mal gucken, wie die sich bewegen, oder? Die Sache ist, der in der Mitte macht mir Sorgen. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Der in der Mitte macht mir Sorgen. Ich versau meinen ganzen Schnitt hier mit der Aufgabe. Ich sollte weiter, solange ich kann. Ich muss hier sein. Also wir haben da einstehen, wir haben da einstehen und da einstehen. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ah, das ist der richtige Moment. Warum nicht gleich? Lauf, 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 lauf. Jetzt müssen wir warten, bis der da wegläuft. Nun komm, verschwind. Aha, da vorne ist eine Treppe. Ja, aber der muss doch da weg. Könntest du dich vielleicht da mal verdrücken? Ja, aber wenn der nicht da wegläuft, dann haben wir ein Problem. Ich kann auch nicht zaubern. Ah, okay. So.
siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Los, weg hier. Der Tod hat uns jetzt schon zweimal ereilt. Hä? Okay, die liegt im Dreck. Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Jetzt, geh doch hoch. Und jetzt? Der Grimm. Und jetzt? Echt jetzt? Nein, 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 nein. Hör auf mit dem Kack. So, hier rum. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Wo muss ich denn hin? Da, 62 Meter. Was mache ich denn mit dem Grippe? Oh, da stehen zwei. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ach ja? Überqueren, aber... Muss ich da jetzt in die Tür rein oder da rum? Ah, hier rum, okay. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Ach, Manu! Gibt's doch gar nicht! Fange ich jetzt wieder ganz von vorne an? Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. So, jetzt komm. Los, du Zause. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ja, dann lauf, lauf. Nimm die Beine in die Hand. Und pass auf den einen da auf. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Dreh dich um. Bleib bloß weg hier. Du sollst dich umdrehen. So, was mache ich jetzt mit dem hier? Der steht da wie angemauert. Ach, jetzt. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Schnell hier rein. Die Tür verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Nein, 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 nein. Nein. Dafür bin ich zu dumm. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. So, wir haben da ein... Drei Stück haben wir da. Leckt mich dort an den Füße. Ist doch nicht euer Ernst.
Das ist meine Chance. Mach keinen Quatsch, Junge, mach keinen Quatsch und dreh ihn nie um. Geht es weiter? Nicht noch zu looten hier. Da mache ich alles für umsonst. Mysteriöse Umhang. Yay! Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Der erste Teil vom Tarn, von den Heiligtümern ist unser. So, wo geht's denn hier weiter? Da durch die Türe? Hier durch den Gang? Geht's nicht weiter? Ob wir die oberhalten dürfen? Oh, das wäre ja krass. Da kommen wir nicht durch. Muss ich jetzt da durch? Sieht so aus. Sehen die mich jetzt noch oder sehen die mich jetzt gar nicht mehr? Ne, die sehen mich jetzt gar nicht mehr. Sie kann mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Lalalala. So, jetzt habt ihr... Das habt ihr jetzt davon. Gevatter Tod, du siehst mich auch nicht mehr. Ich hab nämlich deinen Umhang. So, jetzt der Stein der Wiederauferstehung. Endlich frei. Und dann wo den, bist du, Neve? Dann den Elderstab. Hey. Sie sind dem Tod entgangen, aber Sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Na toll. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Der Elderstab. Jetzt sind wir unbesiegbar. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. So, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Bombarda! So gefällt mir das. Na, wo seid ihr Skelette denn? Schiss gekriegt? Scheiße, ich hätte die Fresse halten sollen. Gefindung. Ich will nicht behalten, den Stab. Den Stab will ich behalten. Ich will den Stab behalten. Den gebe ich nicht mehr her. Descendo. Depois. Vamos lá.
Impulse. Defendo. Descendo. Bombarda. Descendo. Defendo. Impulse. Descendo. Der weltmächtigste Zauberer. Aber kein Loot, so ein Ärger. Prügel mich hier mit Millionen von Skeletten und krieg kein Loot dafür. Dafür behalte ich den Zauberstab. Hier gibt's doch wieder. Soll ich jetzt gegen dich kämpfen? Muss ich jetzt den Tod bezwingen? Oh Mann. Ich muss ein paar Dinger einsammeln hier. Descendo, Defendo, Depulso, Bombard. Descendo, Defendo. Depulso, Potendo. Defendo, Descendo. Depulso. Descendo. Depulso. Ich werde erstmal alles in Schutt und Asche legen hier. Mein Freundchen, noch Fragen? Bist du jetzt dran? Noch eine Runde? Mr. Nimmersatte? Stufe. Impulse. Descendo. Defendo. Bombarda. Descendo. Impulse. Doch genug. Der Zauberstab macht Spaß.
So, jetzt kriegen wir den Stein der Wiederauferstehung, oder? Schlichter Stein. Der muss für mich sein. Ja, das ist der Stein der Wiederauferstehung, damit wir hier rauskommen. Durch die Trauernden vor ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Liebe, süße Neve. Neve. Ohne sie ist nichts, wie es war. Hey, Gevatter. Lassen wir jetzt wieder auferstehen. Komm, Neve. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Mhm. Heißt? Neve? Sprich mit mir. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Hm. Ah, ein Denkarium. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Coole Geschichte, nur die Skelette waren scheiße. Ich bin nicht der, der sich irgendwo durchschleicht. Nur ein cooler Tränchen. So, komm, halt die Rüberin. Lass uns gucken. Komm, gib mir den Zauberstab mit. Isadora. Was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold, Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen. Die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Mhm. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh oh. Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Die ist schon gaga. So, krieg ich jetzt den Zauberstab? Ich will den Elderstab haben. Und den Tannenumhang. Ups. Revelio. Gut.
Ey, komm, ich habe meinen Arsch aufgerissen hier für keinen Loot. Nicht mal für den Elderstab. Da kommt der vierte. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Ja, und die letzte war ohne Loot. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Genau. Auch schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach Ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. So, die Prüfung hätten wir auch im Sack. Und fast 29. So, fliegen jetzt mal die Eulen hier rein, ja? Für neue Aufträge. Neue Aufträge verfügbar, okay. Im Schatten des Berges, Sebastian. Ah. Sebastiano will wieder was von uns. Eulen haben wir auch gekriegt. Wer schickt denn eine Eule hier? Das ist Sebastiano, der uns treffen will, ne? Ah, wunderbar. Dann lernen wir bestimmt auch den letzten Fluch. gut, aber ich würde jetzt, bevor ich irgendwohin reise, auf jeden Fall in unseren Turm. Und keine Sorge, nein. Natürlich nicht, um die Tierchen zu verpflegen. Das mache ich im Offscreen. Ich wollte eben mit euch hier, wir haben ein paar Sachen gelootet, die wir noch nicht identifiziert haben. Hat aufregende Neuigkeiten. So. Okay, Deke. Deke hat auch aufregende Neuigkeiten, das ist natürlich bombastisch. So, wir müssen mal eben gucken, da waren doch legendäre Sachen. 60, 80 kann weg. 72, 78 kann weg. Da ist noch ein legendärer Schal. 87, ja, dann tauschen wir, ne? So, dann können wir den da verkaufen. So, den müssen wir nur wieder verzaubern dann.
Umhang haben wir auch. Wir haben an einen 70er. Den switchen wir auch um. Und Outfits haben wir keinen neuen. Okay. Dann müssen wir nur noch eben gucken, was wir jetzt hier verzaubern können. Wir sollten ja fast genug haben, ne? Ah, verbessern? Stopp. Verbessern? Der geht noch nicht. Was hatten wir noch gewechselt? Brille? Ne, die ist schon verbessert. Handschuhe sind verbessert. Der Schal. Phönixfeder, Einhornhaar fehlt uns dafür. Der ist auf 2 verbessert. Der ist auf 2 verbessert. Der ist auf 2. Der ist auf 2. Die ist auf 2. Dann haben wir das auch. Den anderen Kram kann ich dann im Offscreen verkaufen gehen. Ich würde nur ganz gerne mich wieder umstylen. Wo ist denn unser toller Mantel? Der hier, ne? Ja. Und der Schal. Nein, der Schal. Da hat man einen dunklen Schal, ne? Den oder hat man den? Der sieht doof aus. Der ist noch ganz nice. Also zumindest zu dem Outfit. Der ist eigentlich auch ganz nice. Verdeckt aber so viel vom Rücken, ne? Also viele richtig schöne, dunkle Dinge haben wir ja nicht, ne? Oh Gott, nein. Oh Gott. Auch so viel vom Rücken. Oh Gott, nein, Strickpulli. Nee. Nee. Also ich glaube, der hier gefällt mir da noch am besten. Oder? Der oder der? Der hier, oder? Nehmen wir mal einen anderen. Den einen hatten wir ja schon. Nehmen wir mal den hier. So, jetzt haben wir alles geswitcht. Dip, 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 dip. Wunderbar. Gut, liebe Leute, dann. Wir haben noch eine Eule gekriegt. Von wem? Ah, Weasley. Weasley schreibt uns. Ah, Phönixe. Okay, wir wissen, glaube ich, was wir. Wir wissen, glaube ich, was wir in der nächsten Folge machen werden, oder? Mit Diek die Erfahrungen der Phönixe teilen, liebe Leute. Und damit wünsche ich euch auch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.